Oh, Abby. Lodges Sturmkeller. Die angeknackste Sprosse. Und was machen wir jetzt? Tja, Kann gut machen wir sein. es uns Muss aber nicht. doch mal gemütlich. Mit ein paar Cocktails, ein bisschen Fernsehen. Nein? Wieso bist du immer so positiv? Ach, wieso fragst du mich das ständig? Ich meinte eher deine Zuversicht und nicht dein. Was auch immer du gerade tust. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass ich nicht ertrag, wenn jemand traurig ist. Hat man ja vorhin bei Jacob schon gesehen. Machst du deswegen das Internetvideo-Dingsy? Internetvideo-Dingsy? Wie auch immer du es nennst. Die Leute glauben, es geht um die Aufmerksamkeit und vielleicht stimmt das anfangs. Aber nach einer Weile macht es keinen Unterschied, ob du 4000 Likes oder 100.000 Likes hast. Ich mach gute Laune, indem ich auf dumm mach. Vielleicht macht mich das dumm. Oder vielleicht mag ich einfach gute Laune. Ist doch voll okay. Eine Scheißnacht, was? Ja. Na los, ich will es von dir hören. Eine Scheißnacht, sie kann mich echt am Arsch lecken. Das war's schon? Ich mag sie immer noch nicht. Ich weiß nicht, ich finde sie ist nicht ganz so unsympathisch wie die aus Langsamer! Until Dawn. Lass mich los, du Schlampe! Ich blass dir die Birne weg! Du Bein! Jetzt kommt mal alle runter. Im Dunkeln triffst du nicht, Spatz. Als ob. Hab dich. Jetzt räche ich meine arme Kehle. Lass mich los, verdammt! Hört sofort auf! Kannst du das? Was zum Teufel ist hier oben los? So. Nur ein Kratzer. Oh, die wird schon wieder. Liebling, komm schon. Liegt bestimmt am Herzversagen, dass sie gerade da liegt. Oh. Sie ist tot. Kleiner Bobby. No shit, Sherlock. Sie ist tot. Jetzt wird niemand mehr beschützt. Travis. Oh, und jetzt lassen Sie den Werwolf auch raus. Ich glaube, die wäre so oder so gestorben. Ja, wäre sie ja, spätestens durch den Werwolf, aber. Ja, das ist doch humaner. Jetzt sind wir halt schuld. Okay. Oh Mann, so ein Dreck. Das trifft die Lunge, ja. Nein, das tamponiert doch die Wunde. Mach das doch nicht. Oder? Nee. Nein, das mache ich nicht.
Richtig. Sonst wäre er hier noch einfach verreckt. Ja, vor allem, weil das garantiert auch in die Lunge reingeht. Ja. Und wenn das in die Lunge reingeht und wir das Messer rausziehen, dann füllt sich die Lunge mit Blut und dann ist eh vorbei. Richtig. Dann ist eh am Arsch. Ja, gut. Ne? Also, ich muss sagen, wir haben... Das ist aber eine scheiß Position, ne? Wir haben ihr auf jeden Fall den netteren Tod gegeben, sag ich mal. Ja. Weil ich glaube, es ist angenehmer, schnell erschossen zu werden, als von einem Werwolf die Kehle rausgerissen zu bekommen. Ja, aber das wissen die anderen ja nicht. Deswegen hassen die uns jetzt. Ist erstaunlich gechillt dafür, dass ein Messer in seiner Seite steckt. Das ist halt Ryan. Kaylee's Brief. Brief! Wie Briefing, weißt du? Kaylee Hackett's Bekenntnisschreiben an ihre Großmutter. Ein Bekenntnisschreiben? Das müssen wir uns nochmal ansehen. Er hat's eingepackt. Ey! Ach, das ist ein Beweis! Ja. Weiter! Können wir Jacob nicht jetzt noch befreien? Hey, Jaggy Boy, hab's mir anders überlegt. Ja! Übrigens, ich habe jetzt ein Messer bei mir da so, also, ne? Ich brauch dich jetzt doch. Mhm. Da können wir uns verstecken. Wie ein DVD. Dieses Messer rausguckt. Schön. Ja. Geh noch nicht zur Tür, ne? Nee, nee. Da beim Bett war was. Ah, da. Jetzt können wir schlafen gehen. Wir sind kaputt. Imagine. Oh, Bett oder Schrank? Einfach ein Scheißtopf. Ein Nachttopf, Wolfi. Ein Nachttopf. Die Tür oder die Tür da hinten? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass wir uns entweder da oder da verstecken müssen, oder? Ich bin fürs Bett. Echt jetzt? Ja! Ich bin tatsächlich für den Schrank. Wirkt. Ja, aber imagine, jemand kommt von da rein. Das Erste, was mir ins Auge fallen würde, wäre der Schrank. Ja, aber bei Until Dawn hat man sich auch unterm Bett versteckt und es hat nichts gebracht. Daran erinnere ich mich nicht. Ich habe es gerade erst wieder gespielt mit Vito zusammen. Okay, deswegen, ja, dann nehmen wir den Schrank. Mir ist egal. Da ist Sam nämlich unter das Bett gesprungen und ist instant gefunden worden. Vielleicht ist das hier... Eine Manipulation. Die denken sich so, ja, von wegen, letztes Mal hat das beim Bett nicht geklappt, deswegen klappt es jetzt, weil die Leute denken, nee, letztes Mal hat es nicht geklappt. Weißt du? Weil ja, gleiche das kann sein. Oder man denkt sich, das ist ein Gimmick von den Entwicklern. Hm. Ja, mach mal. Entscheide du, wie du es willst. Der Chat sagt halt auch schon, Schrank geht schneller. Jumpscare. Kein Jumpscare? Nicht mal ein kleiner? Siehst du, wenn man von da kommt, dann ist der doch... Okay. Weiß ich nicht, ich habe halt gerade noch diese Until Dawn-Vibes in mir und da war Bett. Ja, dann geh in den Schrank. Dann geh in den Schrank. Ich weiß es nicht. Oder wir gehen einfach nirgendwo hin, weil es nichts bringt. Oh, Bobby! Okay, Bobby! Nicht die Tür verschwinden. Okay, da kommt er sowieso raus. Rein. Rein, raus. Ah,
vielleicht klappert das Messer dann daran. Oh, guck mal, das ist auch so eine Sache. Unter das Bett krabbeln mit dem Messer ist, glaube ich, auch nicht so optimal. Aber dann wäre der Nachttopf gewesen. Vielleicht hätte er gar keine Lust gehabt, den Nachttopf zu nehmen. Here comes the trapper. You better watch out. Better watch out for his traps. Aber es ist klug, dass er absperrt. Ryan? Das Tutorial hat gesagt, lauf im richtigen Moment weg. Mhm. Na dran, melde mich. Over. Oh, okay, es hat geklappt. Oh nein, Bobby. Sei nett zu uns. Das nicht. Ja. Wie Bobby auch in Schneckentempo da langläuft, ne? Ja, er ist halt echt so, so Meyers. Du kannst dich nicht vor mir verstecken, Wichser! Ich hab selber deine Bonito Wichser nicht umgebracht! Das war auch gerade Kindergartenbeleidigung, so. Mhm. Laura. Haus der Hackens. Das ist ein sehr großes Haus. Schön, aber auch gruselig. Mhm. Immer rennen, wenn es die Möglichkeit gibt. Ja. Wir halten uns strikt dran. Oh. Meinst du, wir wären da aufgespießt worden? Ja. Durchsuch alles. Ein Klavier. Erstmal Klavier spielen, let's go. Ja. fällt es dein also Hinweis? Actually würde ich hören wollen. Du auch, ja. Hä? Ich hab drauf gedrückt. Ja, aber irgendwie denkt sich das Spiel so, nee. Die dachten sich wahrscheinlich so, welcher Idiot würde da drauf drücken? Und deswegen haben sie es gar nicht erst inkludiert. Richtig. Steffi, dein Einsatz? Sind das hier echt Bären? Eine Jagdtrophäe. Und zwar nicht nur eine, denn da ist eine komplette Wand mit Jagdtrophäen. Die Jagderrungenschaften der Hacketts. Wieso haben sie die Einschusslöcher und Verletzungen nicht verdeckt? Vielleicht dienen sie als Erinnerung daran, dass diese Tiere wirklich tot sind. Vor allem schießt man einfach nicht beim Wild in den Kopf. Mhm. Also was ist denn das? Das sind diese Möchtegern-Trickschützen, die dabei auch gefährden, dass das Tier eben nicht weitgerecht erlegt wird, sondern dass es dann weiterrennt. I mean... Yep. Oh, sowas regt mich auf, ne? Sowas regt mich richtig auf. Ist es noch entweder Herz oder Lunge, ne? Am besten beides. Oh, also, wenn du einen Blattschuss machst, das heißt, es ist ungefähr eine Handbreit hinter dem Vorderbein, also hier so dann. Wenn du dahin zielst, dann triffst du eigentlich Lunge und Herz. Das ist ein absolut tödlicher Schuss. Ja. Also da sollte man zumindest hinzielen.
Wir haben übrigens bei der Freakshow, glaube ich, auch was verpasst. Das ist auch wieder ein Fragezeichen mit Ausrufezeichen. Oh nein! Ja, du hast recht. Hm. Mhm. Ja, doof. Dead life. Oh, aber beim Jagdaushang können wir noch was einsehen. Und zwar... Kein Wunder, dass der Wildbestand zurückgegangen ist. Die meisten scheinen an der Wand im Haus der Hecke zu hängen. Well. Okay, das ist schon ein sehr schwarzer Humor. Ich mag's. Aber ich finde, wir haben gut Hinweise gesammelt, um später alles bei der Polizei glaubwürdig darzustellen. Ja. Aber es kann auch nicht sein, dass da steht, spielen oder nicht spielen und wir drücken. Ich denke mal, das war einfach zu spät. Frech. Ich hätte sie gern spielen hören. Ich glaube sogar, dass da nicht mal viel passiert wäre. Nee. Was haben wir denn hier? Tut mir leid, das muss ich mir angucken. Aha, aha. Das sind Wildarten, die wir nicht in Deutschland haben. Ein Reh und noch ein Reh. Ja, genau. Genau. Damit und noch ein Reh. Ja. Damit kriegt man mich ja. Wenn man zu Dammwild, Siekerwild, Rotwild einfach Reh sagt. Das ist so... Ja. Nicht mal Rehwild, sondern einfach nur Reh. Ja, Reh. Vito hat neulich auch erzählt, seine Arbeitskollegin, ich hoffe, ich kriege das noch zusammen, die war der Überzeugung, dass einfach alles, was aussieht wie Rehwild, Dammwild, Siegerwild und so weiter, dass das alles Hirsche sind. Also einfach grundsätzlich, die heißen Hirsche. Und da dachte ich auch nur, das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, das ist eine erwachsene Frau, die ist Mitte 20, die muss doch wissen, dass... Also, nee! Einfach nee! Leute, geht in den Wildpark, informiert euch über die Tiere, die in eurem Land leben. Aber sagt bitte nicht zu allem Reh oder Bambi. Wenn man zu Rehwild Bambi sagt, kriege ich auch schon eine Krise. Alles Bambis? Nee! Ah, das ist ein Weißwedelhirsch, die gibt es nur in Amerika, die gibt es nicht in Deutschland. Heißt, Bambi ist nicht existent in Deutschland. So, ganz kurz. Bei sowas kriegt man mich ja echt. Hui! Immer diese Besserwisser, immer diese Klugscheißer. Oh, guck mal, da ist das ein Puma? Reh! Bei Raubkatzen kenne ich mich nicht so aus. Alles Rehe. Es könnte, ja. Es könnte Puma sein, ja. Ja, gut. Weiter! Meine Katze hat mich gerade ganz dumm angeguckt. Nee, Puma, du warst dieses Mal nicht gemeint. Wäre auch schlecht, wenn sie gemeint gewesen wäre. Okay, ich glaube, hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Das heißt, ich gehe erstmal hier durch den Raum. Ja. Hackett Family Tree. Ein Stammbaum! Oha. Gucken wir uns nochmal an. Ich würde sagen, können wir es bitte nochmal angucken? Danke. Ja, ich war nur gerade so fasziniert von der Kamerafahrt. Die Familie Hackett gibt es schon sehr lange. Sie ist tief mit der Umgebung verwurzelt. Ha, Stammbaum und so, weißt du. Warte mal, vielleicht... Upsala. Nein. Nein. Vielleicht können wir uns das auch nochmal in groß anschauen. Das wäre ja schön. Da. Ah ja. So, 1835 sehe ich da oben. Nach ganz oben kann ich leider nicht. Können wir bitte darüber reden, dass irgendwie von diesen 70 Millionen Brüdern und Schwestern nur ein Kind, nämlich Septimus, überhaupt Kinder bekommen hat? Ich habe fast das Gefühl, dass es einfach dieser direkte Stamm von Septimus, dass sie deswegen halt die anderen ausgelassen haben. Ja gut, aber... Ja, gut. Weil da sind ja nicht mal irgendwelche Ehepartner verzeichnet. Obwohl, warte mal, 1872 bis 1911, okay, der wäre im heiratsfähigen Alter gewesen. Der ist 20, gut, der wäre, ja. 20, also 60. Hätten heiraten können, ja. Ja, ja, ja. Also ein paar sind natürlich 66. sehr, sehr jung gestorben, aber... So. Und dann Lea Hackett mit Francis Hackett. Septimus ist aber sogar Urgroßvater von Chris und Travis. Stimmt. Mhm. Ja, guck mal. Und Chris...
Man kann da nicht. Mann, wie mich das ärgert. Kann ich nicht mal hier... Jebediah. Ja, Francis und Luisa und dann Jebediah, genau. Genau, Jebediah ist verheiratet mit, wie hieß sie noch? Constance. Genau, und Constance. Genau, die Constance ja, haben wir gerade so ein bisschen, die ist so ein bisschen kopflos. Ja, wollen wir da direkt mit Edding schon mal so ein Kreuz drauf malen? Ja, bitte. 2021, let's go. Okay, dann haben wir Travis und Christopher und Bobby. Bobby ist ein Nachzügler. Bobby. Wann ist der geboren? Kannst du das lesen? Ich kann das nicht lesen. 1972. Nee, 76. 76. 76, ja. Das ist ein bisschen jünger als die anderen. Ja. Tja, und dann aber haben wir noch... Aber nicht viel. 3 Jahre jünger als Chris. Ach, das ist so traurig. Aber Bobby wirkt einfach wie so ein Riesenbaby, weißt du? Ja. Allein auch mit dieser Cappy, die wir da gefunden hatten. Mit dem Propeller obendrauf. Mhm. Ah, oh, ich lieb's. Noch ein Bett. Ach nee, ist ein Sofa. Oh, Chris, Caleb und Kaylee waren tatsächlich für die. Hallo, ich war noch am Lesen. Ja, kommt ja jetzt. Oder? Können wir uns das nochmal ansehen? Ah, da, Text einblenden. Empfangsbestätigung. In diesem Elektrokäfig sollten wir Chris, Caleb und Kaylee Van jedes Vollmonds in der Camp-Saison sicher verwahren können. Ich habe sie per Expressversand bestellt, damit sie noch vor den Kids ankommen. Das Letzte, was wir wollen, sind noch mehr Opfer. Wenn das Camp vorbei ist, brauchen wir sie nicht mehr einzusperren. Vielleicht können sie uns bei der Suche nach dem weißen Wolf helfen. Da ist er wieder. Seine Fährte wittern oder so. Solange wir das Blut benutzen, kann nichts schiefgehen. T. Okay, da haben wir der weiße Wolf. Der weiße Wolf. Übel allen Ursprungs. Ursprung allen Übels. So. Ich war gerade so, warte mal. Übel allen Ursprungs. Allen aber Ursprungs, ich ja, habe kennt's. Es mit voller Überzeugung gesagt. Ja, also. Ich habe es bemerkt und ich war so, warte mal. Oh nee, ey. Ja, Sprichwörter kann ich. Übel alles, alten Ursprungs. Es war wunderschön. Ist hier noch irgendwas? Okay. Turn around. Bambi! Was? Bambi! Ja, noch so ein Bambi. Damit kann ich dich jetzt auch mal ärgern, das ist wunderschön. Aha. Mhm. Das ist ganz schön abgetragen da oben, ey. Es irritiert mich, dass wir hier keine Bambi. Karte finden. Müssen wir nicht langsam mal wieder eine Karte finden? Ach, Quatsch. Wir hätten bestimmt eine gefunden, wenn wir Jacob rausgeholt hätten. Da ist sie! Ah. Die Sonne, hatten wir die nicht schon? Nee. Den Mond hatten wir. Die Sonne. Das Versprechen des neuen Tages. Es bleibt noch Zeit, die Nacht wohlbehalten zu überstehen. Entscheidungen, Taten, dein Leben stehen hier auf dem Spiel. Nun musst du allein den Weg finden, trotz Dunkelheit, und die Sonne wieder aufgehen sehen. Die 19. Karte. Guck mal, da ist ein kleiner weißer Wolf drauf. Ein babyweißer Wolf. Silas. Wenn du überall Hinweise siehst, aber nicht mal weißt, ob es überhaupt ein Hinweis ist. Guck mal. Der Verteilerkasten. Am Fenster war ein Dingens. Nein. Nein. Das ist verkackt. Wie geht's, Schätzchen? Das ist verkackt, Steffi. Verdammt! Ab jetzt spielen wir nicht mehr, Kleine. Trau dich, Motherfucker! Ich würde sagen, wir haben Laura umgebracht. Ich sag dir was, mein Silber reicht nicht, um dich zu töten. Oder auch nicht. Aber dafür kann ich dich leiden lassen. Nein! Thank you.
Ach, schön. Oh. Oh. Wenn wir rennen können, rennen wir, hast du gesagt. Ja. Ich hätte noch gerne gewusst, was am Fenster gewesen ist. Wie ist deine Position? Wo seid ihr genau? Warum rennt sie nicht? Ah! Nein! 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 Wir haben ihn umgebracht! Nein! Nein! Wo bist du? Hey! Ihr hört alle auf damit! Jetzt gleich! Schieß schon! In die Fresse. Sie hat Kelly einfach gekillt. Und dann noch deine Mutter. Halt! Later, Bitches. Jacob.